Hallöchen und willkommen alle zusammen zu einer weiteren Aufnahme von Pokémon Blatt Chronicus. Und wir starten direkt los nach dem herben Verlust in der letzten Folge. Oh Mann, das ist so super ärgerlich einfach. So super ärgerlich. Boah, nee, also da war ich auch schon ziemlich angepisst, muss ich sagen, in der letzten Folge. Da war ich tatsächlich ziemlich pissed. Aber jetzt machen wir mal hier weiter und schauen mal, was uns noch hier erwartet. Wir haben ja Schutz aktiv, glaube ich. So, und hier unten müssen wir hier überhaupt hin? Ich weiß es gar nicht, wo wir genau hin müssen. We would see. Hier auf jeden Fall schon mal nicht. Gut zu wissen. So. Wir müssen uns da, glaube ich, irgendwo runtertroppen lassen. Habe ich nicht recht? Habe ich nicht recht? Slimer. Haben wir keinen Schutz eingesetzt? Ich dachte, wir hatten Schutz eingesetzt. Haben wir aber anscheinend nicht. Oh Mann. So viel Verwirrung. Okay, dann setzen wir jetzt Schutz ein. Und schauen mal. Hier runter. Whee! Juhu! Okay, jetzt sind wir hier. Und ich glaube hier... Müssen wir hier hin? Nee, im Leben nicht. Und das andere Ding, wo droppt uns das hin? Das ist eine sehr, sehr gute Frage nun. So, lass uns vielleicht erstmal wieder hochgehen. Wir müssen ja nach oben, nicht wahr? Schutz wirkt nicht mehr. Wow, diese Schutz, die sind super toll. Ja, ich setze noch einen Schutz ein, ist ja egal. So, hier waren wir auch noch nicht. Okay. Okay. Dann haben wir gegen dich auch noch nicht gekämpft, hm? Dieses Gebiet hier ist riesig. Ja, ist ja eine Villa. Haben Villen so an sich, die sind groß. Dieb Simon mit Volnona. Oho. Hi, Volnona. Na? So, einmal Surfer. Einmal am Bein kratzen. Das tut gut. So. Sehr effektiv, Volnona. Zack, bumm, weg, komm, gedreckt. Niemand macht meinen Verlust wieder wett, Mann. Nidoqueen. Du geile Sau. So, hier müssen wir also schon mal nicht hin. Okay. So, du. Ein versteckter Schalter, natürlich. Wir drücken den mal, der würde das nicht tun. Genau meine Rede, Alter. So, jetzt kommen wir hier hoch. Das ist doch schon mal gut. So, hier haben wir auch nochmal eine Statue. Okay, haben wir das auch getan. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt lassen wir uns mal hier droppen. Okay, einmal runter. Aha. Dann nochmal einen Schutz einsetzen. Bitte, danke. Und dann kämpfen wir erstmal gegen den Dude hier. Wer bist du? Hier hat niemand was zu suchen. Okay. Beim nächsten Mal werde ich mich vielleicht daran halten, aber für diesen Moment muss ich dir leider mitteilen, dass dein Elektroball bald schon sterben wird. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Oh ja. So, wir wechseln einmal natürlich auf Kraxa. Na, Funkensprung. Elektroball ist ein scheißschnelles Pokémon und werden auf gar keinen Fall in irgendeiner Form schneller sein. Kreideschrei ist ziemlich scheiße, ging aber zum Glück daneben. So, Kraxa gräbt sich ein. Und schau. Oh, jetzt hier mit Flinkklaue. Geht's aber ab, Alter. Sehr schön. Da haben wir das schon mal gereckt. Was hat er jetzt noch? Smogmog. Aha. Wir müssten theoretisch auch Jijix noch trainieren. Aber wenn der jetzt ankommt mit so einer blöden Explosion, Alter, das ist doch wieder für den Arsch. Wir setzen trotzdem mal Jijix ein. Versuchen es einfach so schnell wie möglich auszuschalten. Ramon. Mit Smogmog. Ziemlich cool, Smogmog. Mag ich sehr gern. Aber wir müssen es dennoch ausschalten. Perfekt, Alter. Was ist los hier? Level 37 für Jijix. Sehr schön. Ich werde dann nach dieser Aufnahmesession höchstwahrscheinlich auch mal offscreen ein bisschen trainieren. Damit wir auf einen guten Stand, auf einen gleichen Stand aller Pokémon kommen. So, okay. Gehen wir hier lang. Carbon. Ah ja. Wo geht es hier weiter? Da ist auch wieder, hier geht's raus. Bin mir nicht sicher, ob ich da raus will aktuell. Aber wie kommen wir denn jetzt da oben rein? Gar nicht. Müssen wir hier nach unten? Also hier nach unten müssen wir auf jeden Fall. Hier sind wir sehr richtig. Setzen wir mal weiter Schutz ein erstmal, bis wir keinen mehr haben. Wäre ja dann auch egal. So, du? Wo bin ich hier gelandet? Das weiß ich nicht so genau.
Auch wieder ein Dieb? Hm? Mit Fukano, das ist ja schön. Das ist ja eine Pracht, möchte ich sagen. Eine Pracht! Okay, der Angriff wurde gesenkt. Das ist nicht so sehr schlimm. Das passt schon irgendwie. Irgendwie. Okay, dann haben wir den schon mal down. Und Bonita. Ja. Ah, Bonita. Komm mal in den Stall. Bonita. So, Ludwig. Surfer. Surfer. G-Jix. Surf ist tot. Mit deinem Code. Ich sollte dichter werden. Ich sollte dichter werden. Mein Handy-Akku ist fast leer, verdammt. Okay, einmal hier dran. Hey, hallo, hier, da, zack, guck mal hier. Versteckter Schalter, natürlich. So, jetzt müssen wir hier raus. Gibt's hier hinten irgendwas? Ja, na klar, ein Item. Top-Genesung, Digga. Kann man immer gut gebrauchen. Sehr schön. So, dann müssen wir jetzt hier rum und da rein. Gibt's auch wieder einige Trainerchen. Oh, Alter, du hast aber eine... Also, dank Brille hast du hier eine Sicht, Alter, eine Weitsicht. Hier wäre der ideale Platz für ein Labor. Ja, dann bau dir doch eins. Du Stock. Angelo. Gegen Magnetilo. Na, da werden wir vielleicht auch wieder auf Kraxa setzen. Safe ist safe. Funkensprung macht natürlich erstmal nichts. Schaufler. Magnetilo hat Doppelschwäche gegen Boden. Das heißt, es sollte kein Problem für uns sein, hier dieses Magnetilo in den Arsch zu treten. Yo. Sehr schön. Und weg mit dir. Okay. Und nochmal Elektroball. Da bleiben wir auf Kraxa natürlich. Mal schauen wir mal, was wir ausrichten können dagegen. Ultraschall kommt, ja. Das Schöne an Ultraschall ist, es ist so berechenbar. Es ist einfach nur berechenbar, das ist gut. Weil es immer die gleiche feste Anzahl KP abzieht, es kann nicht gepusht werden, es kann keinen Volltreffer haben und so weiter. Das ist extrem gut. Und Schaufler rasiert hier komplett durch, Alter. Richtig nice. Was habe ich noch falsch gemacht? Tja. Vielleicht hättest du dir doch lieber ein Labor einrichten sollen. Schutz wirkt nicht mehr. Ein paar haben wir ja noch. Drei, jetzt noch zwei. Könnte passen. Müssen wir mal gucken, was der Schalter hier macht. Na klar. Er würde es nicht tun, Alter. Jetzt ist die Tür hier wohl auf. Ich denke mal, die war eben noch zu. Blizzard, okay. Das ist ja ganz nice eigentlich. Hier liegt auch noch ein Item rum. Der Fragezeichenöffner, okay. Und hier unten liegt noch Solarstrahl. Oh ja. Oh ja. Solarstrahl, Digga. Schutz wirkt nicht mehr. So, den Öffner brauchten wir. Das war eigentlich alles, was wir brauchten, glaube ich. Jetzt können wir theoretisch hier hinausgehen. Oder auch nicht. Oh, dann machen wir das halt hier wieder zicke-zacke, zucke-zick. So, jetzt können wir hier hoch und dann, denke ich mal, können wir aus der Tür raus. Hier vorne nicht. Jetzt ist das hier auch. Ach so. Weil wir hier unten den einen Schalter gepresst haben, Alter. Jetzt wird es aber langsam knapp mit Schutz. Einen noch? Naja, ist auch egal. Wenn wir dann noch ein paar wilde Pokémon haben. So, hier unten lang. Ein versteckter Schalter, na klar. So, jetzt können wir hier oben raus. Easy going. Und gehen hier nach oben. Die Treppe hinauf. Und dann muss ich erstmal verschnauf. Na, Schutz wirkt nicht mehr. Einmal gedreht, zack, wildes Pokémon am Wanst. Alles klar. So, let's go out of here, this shitty room. Wie kann das denn zwei Eingänge haben, frage ich mich, oder? Wenn man reingeht, kommt man hier raus, also hier rein. Und die andere Tür führt aber genau zur selben Tür raus, ist klar. So, hier? Ah ja. Mhm. Hallo, Feuerarena, läuft bei dir. So, Pokémon Center. Und dann erstmal... Nidoqueen ablegen. Muss Slimog mitnehmen? Können wir eigentlich machen, oder? Slimog ist auch ziemlich cool.
So, in die Queen ablegen. Einmal in die Friedhofsbox. Oh, hier sind die geilsten Pokémon drin, ne? Ach, Alter. So traurig. So many, many traurig. Wir nehmen auf jeden Fall mal Slimog mit, komm. Oder hier. Hey, warte mal. Wir haben einen Nidorino? Ja, da haben wir doch einen guten Ersatz für Nidoqueen. Das hat zwar jetzt noch nicht die Attacken, die Nidoqueen hatte. Zugegebenermaßen. Aber das ist doch sehr cool. Weil Mondsteine haben wir auch noch. Dann können wir es jetzt nämlich entwickeln direkt. Da haben wir Nidoking. Dann bringen wir den noch Schaufler und Durchbruch bei. Dann haben wir unsere Nidoqueen fast wieder. Außer Flammenwurf fehlt dann halt noch. Das könnte ich dann aber, wenn ich trainiere, auch direkt noch erspielen. Das wird ja ganz toll. Bin ich wieder den ganzen Abend beschäftigt mit irgendwas. So, dann fliegen wir erstmal hier nach Prismania City. Holen uns Schaufler und Durchbruch. Aerodactyl muss auch unbedingt noch trainiert werden. Unbedingt. So, und dann könnte man eigentlich die Feuerarena bestreiten. Ganz easy. Mit zwei Wasser-Pokémon. Plus Kraxa, plus Nidoking. Haben wir auf jeden Fall ganz gute Chancen in der Arena, glaube ich. Das sieht gut aus. So, ja, du kannst mir sehr behilflich sein, indem du mir mal TMs verkaufst. Und zwar einmal gern den Schaufler. Ja, einmal hätte ich es gern. Und einmal den Durchbruch. Ja, einmal hätte ich es gern. Danke. Dann haben wir noch Geheimpower und Anziehung. Das nützt natürlich niemandem was. Beutelchen. So, und dann gehen wir mal, machen wir das mal direkt so. Gedankengut, Toxin. Könnten wir ihm eigentlich auch beibringen noch. Und gucken erstmal, was es überhaupt kann, ne? Erstmal Schaufler, weil wegen Boden und so hier. Yep. Eine Attacke soll vergessen werden, natürlich. Es kann Doppelkick, Giftstachel, Hornattacke und rechte Hand. Ja, rechte Hand ist natürlich sowieso das Sinnloseste der Welt. Naja, neben Platscher. Platscher ist noch ein bisschen sinnloser. Ja, ja. Okay, dann haben wir noch Durchbruch. Das fliegt hier direkt runter. Das ist, kann es noch nicht, erst wenn es entwickelt ist. Okay. Ich weiß halt nicht, Solarstrahl kann es bestimmt nicht lernen, oder? Braucht sowieso auch zwei Runden. Jutlo könnte es lernen. Könnte man statt Gigasauger beibringen. Toxin kann das aber auf jeden Fall lernen. Toxin kann jedes Pokémon lernen, aus irgendeinem Grund. Verstehe ich zwar nicht so richtig, aber gut. Machen wir mal statt Giftstachel. Ja, und lernen Toxin, please. Haben wir unser Toxin auch aufgebraucht jetzt. Das ist sehr schade, aber naja. Achso, Beutel, Mondstein. Haben wir noch zwei. Es läuft doch. So, einmal entwickeln, bitte. Hey! Poisoni entwickelt sich. Die Buchstaben vertauscht. Poisoni entwickelt sich. Glückwunsch, dein Poisoni wurde zu Nidoking. Nice. Das entschädigt doch wenigstens ein bisschen dafür, dass Nidoqueen jetzt weg ist. Nidoqueen, ich hab dich so lieb gewonnen. Es kann mit Sicherheit auch Blizzard lernen, ne? Ja, Blizzard kann das auf jeden Fall lernen. Ob es Solarstrahl lernen kann, weiß ich nicht. Kann es nicht, leider. Aber Durchbruch auf jeden Fall jetzt. Yep. Eine Attacke vergessen, please. Und zwar den Doppelkick dann. Sehr schön. Sehr schön. Da freue ich mich. Alles klar. Dann lass uns mal wieder hier verschwinden. Dann kommt jetzt theoretisch die Feuerarena. Oder wollen wir erstmal ins Kraftwerk hüpfen? Wir können auch erstmal ins Kraftwerk gehen eigentlich, oder? Von wo aus kommen wir denn da am besten hin? Von Azuria City, ne? Fliegen. Von Azuria City. Genau, da können wir nicht hin. Ach, da können wir auch hinfliegen. Nice. Ja, gut. Würde ich jetzt ganz gerne noch mal wissen, ob wir genug Hyperbälle haben. Denn was wir im Kraftwerk finden, bedarf eventuell einigen Hyperbällen. 18, 31. Ja, wird schon passen. Hoffe ich. So, okay. Dann surfen wir mal.
Das Wasser ist tiefblau. Möchtest du Surfer einsetzen? Natürlich möchte ich das. Natürlich. So. Hier davor dürfen wir auch noch ein Pokémon fangen, falls hier überhaupt noch Gras ist. Hier gibt's gar kein Gras davor. Okay. Gras? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hi. Bist du auch ein Pokémon-Jack? Möchtest du meine Sammlung sehen? Komm, ich zeig dir nächstes Pokémon. Vielleicht sollte ich jetzt lieber verschwinden. Bin mir nicht ganz so sicher, aber ich fühle mich nicht wohl in deiner Umgebung, muss ich sagen. Surfer! Attacke! Okay. Rihorn ist down und Schlurp kommt als nächstes, okay. Das ist doch der Auftritt für Nidoking. Hoffentlich ist es nicht auf einem allzu hohen Level. 29, okay, das sollten wir schaffen. Durchbruch! Wenn Schlurp jetzt nicht mit Hyperzahn-Volltreffer kommt, sollte das passen. Wickel, okay. Aber Volltreffer schon mal, naja. Ha, Lappen! Du Lappen! Was ist los? Geld regt, Mann. Den Rest sollten wir eigentlich mit Hornattacke regeln können. Hornattack! Ja, passt. So. Generalprobe für Nidoking erfolgreich absolviert. Nice! Und ich würde sagen, Nidoking ist auch das Pokémon, was wir jetzt an erste Stelle setzen. Im Kraftwerk. Kraxa braucht das Training zwar auch. Ach, naja, Kraftwerk. Die Musik, ne? Mäh. Das ist aber schon ein Voltoball. Ne, Top-Trank. Okay. Mein Fehler. Okay, unser Routen-Pokémon. Ein Magneton. Okay. Gibt's Schlimmeres? Nicht umbringen, nicht umbringen. Oh Gott. Da habe ich gerade Angst gehabt. Funkensprung hat doch gar keine Wirkung, Mann. Magneton, was ist los? Beutel. Ja, Superball. Ja. Vielleicht braucht man ein, zwei, aber ich denke, die Superbälle können schon regeln. Ja, das hat nicht ganz gereicht, war aber schon sehr knapp. Super Schall. Ich würde sagen, wir zwirbeln nochmal eine Hornattacke drauf. Ja, das überlebt das locker. Machen noch eine. Okay, wir machen keine mehr. Okay, jetzt nochmal ein Superbällchen drauf vielleicht. Vergiften wäre keine gute Idee, glaube ich. Auch wenn es natürlich in Statusveränderungen extrem hilfreich ist bei sowas. So, Superball. Komm schon, jetzt bleib drin. Komm schon. Komm schon, Magneton. Los. Ja. Ach, come on, Digga. Nochmal Ultraschall, das ist nicht gut. Ja, wir kommen langsam in den kritischen Bereich. Ultraschall passt zwar noch. Das Problem ist aber, dass es ja jetzt auch was anderes einsetzen könnte, rein theoretisch. Nur Superschall, okay. Dann probieren wir vielleicht nochmal einen Stampfer. Ich hoffe, das macht nicht allzu viel. Oh, sehr schön, sehr schön. Dick in roten Bereich und schreckt noch zurück, sehr gut. Läuft bei dir, Kraxa, läuft bei dir. Es bleibt aber einfach nicht drin. Komm schon, jetzt aber hier. Ah, Superball! Und los geht's, Superball! Eins, zwei, raus! Verdammt! Wäre vielleicht ein Meisterball! Meisterball! Okay, Superball. Auf Boom. Wir kriegen das irgendwie, dieses Magneton, irgendwie. Es bleibt aber auch einfach nicht drin. Jetzt fängst du da an mit Ultraschall, du Arschloch. Vielleicht werfen wir einfach mal einen Hyperball. Komm schon. Ich wollte eigentlich keine Hyperbälle verschwenden. Aber wir werden gleich noch auf einen Pokémon treffen, wo wir die Hyperbälle brauchen können. Es nützt auch gar nichts. Es nützt nichts. Dieses Magneton. Es ist zu mächtig. Zu mächtig. Oh Mann. Komm schon, Superball. Du bist super, du Ball. Du behältst dieses Magneton in dir. Yes. Yes. Magneton wurde gefangen. Nice. Mehrere Magnetilos bilden dieses Pokémon. Es erscheint, wenn Sonnenflecken auflodern. Okay. Ja, einen Spitznamen möchten wir ihm geben. Ich habe sogar eins für ein Elektro-Pokémon. Ich weiß noch nicht, wie man es ausspricht so richtig.
So und so. Zeitblätz. Okay. Gut, Magneton haben wir. Easy going. Wir schleichen vorsichtig voran durch das Kraftwerk. Voltoball. Aber Voltoball hätten wir sowieso schon gehabt und hätten es nicht fangen müssen. Oh, das ist aber gefährlich hier, mit so einem Nidoking rumzurennen, was halb tot ist. Nicht so clever. Hypertrank, davon haben wir zum Glück einige. Vielleicht lassen wir Yutlu jetzt zu Hause und nehmen dafür Magneton mit. Elektro-Pokémon brauchen wir wahrscheinlich eher als Käfer-Pokémon. Noch ein Voltoball. Gut, ich glaube, jetzt kommt nichts Spannendes mehr. Außer natürlich ein Pokémon noch. Glaube ich zumindest, dass es das hier überhaupt gibt. Ich weiß es gar nicht. Da liegt noch ein Item. Oh, das ist ein Voltoball. Oder ein Elektroball. Laut Aussehen hätte es eigentlich ein Voltoball sein müssen, weil die rote Seite oben war. Aber gut. Flucht? Okay, klappt. Elektroball brauchen wir ja nicht großartig zu fangen. Wir hatten ja Voltoball, das dürfen wir eh nicht mehr fangen. Und damit ist auch die Entwicklungsreihe für uns weg. Die dürfen wir nicht mehr fangen und nicht benutzen. Ich hätte jetzt keinen Schutz, muss ich sagen. Flucht unmöglich, na klar. Aua, das tut weh in den Ohren. Mann.